Und schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meiner Blumen- und Bastelnähstube. Schaut mal, wie die neueste Deko aussieht, die ich mir habe einfallen lassen. Und da gehen wir heute mal ran, machen mal schöne Sachen, besondere Sachen. Vieles in Upcycling, einfach gemacht, simpel gemacht, für dich, für euch. Und gerne auch immer mit und für Kinder zum Basteln und kreativ sein. Vieles davon findest du schon in meinem Kanal kreativ-reich die Kekerplauderei. Da ist eine kleine Leiste, da steht Playlist. Anklicken und dann habe ich alles geordnet. Häkeln, Stricken, Basteln, Blumenwerkstatt, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Weihnachten. Die Workshops für Haus und Garten, Balkon, Terrasse, Ideen, einfach fürs ganze Jahr besondere Sachen und vieles in Upcycling, weil mein Geldbeutel ist auch klein mit 5 Kindern, aber es soll immer toll aussehen. Und dann schau doch einfach mal rein und genieße es und nimm mit für dich, was für dich das Beste ist und was dir am besten gefällt. So, genug geredet, wir legen los. Ich freue mich, dass ihr da seid. Auf geht's! Auf jeden Fall erstmal Filz, der 3 bis 4 mm stark ist. Wenn deine Nähmaschine gut ist, kannst du auch einen 5 mm starken nehmen. Kommt drauf an, wie viel du machen möchtest. Also 30 cm brauchst du auf jeden Fall erstmal und kannst dann 2 mitmachen ungefähr. Ansonsten musst du hochrechnen. Ich empfehle, wenn du wirklich viele machen willst, mach dir aus Pappe Schablonen. Einmal das lange Teil und zweimal die kleinen. Und dann auflegen, mit dem Stift anzeichnen, ausschneiden und dann bist du viel, viel schneller als immer das Messen. Und dann geht das ganz einfach. Wie man hier sieht, das ist einmal das lange Teil rundherum und dann Vorder- und Rückseite. Mehr ist es gar nicht. Und dann kann man natürlich auch noch einen Griff dran machen. Eine Schlaufe, irgendwas. Die braucht man nicht mit der Nähmaschine dran nähen. Das kann man super machen. Einfach mit dem Zierknopf und mit der Hand dann dran genäht als Schlaufe, als Henkel. Verschiedene Größen habe ich euch aufgeschrieben gehabt bei dem Muster hier. Und dann kannst du mal gucken, was dir so am besten gefällt. Vielleicht so was Hohes oder das Brotkörbchen, was dann niedriger ist, aber dafür größer. Das musst du dir selber überlegen, was dir am liebsten ist. Und dann wird jetzt aufgezeichnet, zugeschnitten und dann geht's los. Wie gesagt, einmal ein langes Teil und zweimal die eckigen, quadratischen oder ein bisschen rechteckig. So, wir haben die 3 Teile. Diese Seite und die gegenüberliegende Seite wird überhaupt nicht genäht. Das ist unsere Oberkante. So, und dann legen wir das so drauf und stecken uns fest. Erstmal die eine Seite. Nur so drauflegen. Das ist alles. Ecke auf Ecke. Hier oben freilassen, das freilassen. Kann man hier unten auch noch mal feststecken, muss aber nicht unbedingt. So, dann nehmen wir die Nähmaschine. Ich habe jetzt extra wegen euch einen weißen Faden reingemacht, damit man das besser sieht. So, dann muss ich sehen, dass ihr gut im Bild seid. Wir nehmen einen geraden Stich. 3 habe ich jetzt bei mir. Und dann fangen wir an. Wir legen unter die Nähmaschine, da wo es zusammengestochen und gesteckt ist, Füßchen breit, Nadel ist in der Mitte
Und dann nehmen wir erst vorsichtig ein bisschen hin und her. Ausprobieren, packt meine Nähmaschine das. Je langsamer du nähst, desto besser klappt es. So. Jetzt nähen wir die aufeinander. Bis in die Ecke. Stoppen tun wir ungefähr füßchenbreit, bevor das kleine Teil zu Ende ist. Nadel nach unten, hochheben. So, und jetzt ziehen wir uns das kleine Teil um die Ecke. Faden wieder ab. Nadel runter. Und jetzt ganz vorsichtig anfangen zu nähen. Nochmal ein bisschen zurück, dass wir die Ecke verstärken. Und dann nähen wir wieder bis zur Ecke. So, Nadel nach unten, Füßchen hoch, das Ganze wieder gedreht, aufeinander gelegt, vorsichtig anfangen zu nähen, hin und her. Und jetzt schließen wir einfach hier die Naht. Rausgezogen und dann haben wir eine Seite schon drin. So. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite mit dem anderen Teil. Genau das gleiche. Und dann ist es bis auf die Henkel, wenn du die dran machen möchtest, schon fertig. So, die Körbchen sind fertig genäht. Ganz einfach, ganz simpel und jetzt auch noch mal ein Vorschlag, wie man es dekorieren kann. Weil die so leicht sind, kann man ganz gern einfach eine Gefriertüte irgendwas nehmen, Sand rein, Kies rein, damit die nicht verschmutzen sind und legt das unten am Boden rein. Auch ein Gesteckschwamm oder so geht natürlich auch. Und dann können wir zum Beispiel ein Bäumchen einsetzen. Ein Deko-Bäumchen, selber gebastelt, einfach aus Pappe. Ganz einfach gemacht mit Naturmaterialien. Und dann sitzt das da drinnen wie nichts. Dazu würde ich dann hier einfach Styropor reintun. Ein bisschen beschweren, wie gesagt. Dann Styroporreste einstecken mit den Stäbchen, ein bisschen Moos drüber hin. Wenn man hat, oder Heu, zum Beispiel Futterheu, da haben wir schon ganz viel mit gebastelt, braucht man immer wieder. Und dann vielleicht noch ein Zapfen drauf und gut ist die Sache. Und dann hat man so eine tolle Deko. Aber man kann auch einfach Blumen reintun. Dann kommt noch eine Vase hinein oder man nimmt künstliche Blumen mit dazu und dann tut man die so hinein. Und dann hat man auch eine tolle Deko. Schnell gemacht, simpel gemacht und man kann vieles damit. Und dann hoffe ich sehr, meine Ideen haben gefallen. Du konntest es gut umsetzen. Hattest Spaß bei mir, an meiner Deko, meinen Ideen. Noch viel, viel mehr findest du immer in meinem Kanal kreativ-reich die Kekaplauderei. Auf der Startseite ist dann eine kleine Playlist. Anklicken und schon findest du alles. Häkeln, Stricken, Basteln, Basteln für und mit Kindern, Beton, Sachen, Edelrost, Blumenwerkstatt, Weihnachts-Winterwerkstatt, eine ganz große. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss, bis wieder mal. Alles Liebe, eure, deine Kerstin.